kommt schon gut, ne? Ja. Also wir fahren im Dynamikmodus und ich muss sagen, für eine Wandelautomatik schält er recht schnell, gell? Ja. Alter, der geht schon gut, ey. Und die Vorderachse, die ist richtig geil. Also muss man gucken. Der Abzug ist heftig. Ist gut, gell? Das ist schön. So, Rechtskurve. Ah, der liegt schon gut auf der Achse, auch das merkt man. So, rausbeschleunigen. Macht er gut, ne? Ja. Und dann gehen wir mal auf Bremse. Noch besser. Boah, ist gut, ne? Ja. Also. Wir haben 8 Gänge. Zu dem Dynamikmodus. Man merkt auch den Unterschied zwischen Komfort, Automatik. Individual kann man das natürlich dann selber zusammenstellen. Hier an den Drive Select Schaltern hier. Individual. Komfort, da wird er leise. Automatik auch. Wollen wir nicht. Hier. So, Dynamik. Und dann gehen wir auf rechts. Dann sind wir im manuellen Modus. Dann ist er wieder da. Der macht ja schon gut, gell? Ja, der hängt auch richtig gut am Gas. Als das. Selber gefahren, aber das schon. Boah, ey. Ja, die Performance ist schon heftig. Der macht er gut, gell? Boah, Jungs, ey. Aber gar nichts, kein Mucken. Nix. Kein Mucken, gell? Ist richtig schön. Auf der Achse. Boah, der ist herrlich. Schaltet recht schnell für Wandelautomatik, habe ich schon gesagt. Lenkrad sitzt gut, die Sitze sind wirklich optimal. Schade, Integralsitze, bei dir wieder das Thema mit der Kopfstütze. Ja, ja geht. Aber geht noch. Ja, aber es ist grenzwertig, ne, für große Personen. Zum Sitzen ist trotzdem bequem. Also sehr bequem, kann gell? Nicht beschweren, ist trotzdem genügend Platz. Wir haben alles in einer Hand, fühlt sich gut an. Also im 3er BMW hast du weniger Platz. Ja, du hast schon M3 gehabt. Wir haben ihn ja schon getestet. Eben. Aber was dachtest du vom Anzug jetzt zum M3? Gut. Jetzt willst du ihn gleich mal noch selber fahren? Weil du hast ja den M3 selber lange gefahren. Also das ist nicht schlechter, definitiv nicht. Ja. Das ist eher besser. Das ist dynamisch war er auch schon ganz gut, gell? Ja. Das hat sich gerade angefühlt wie auf Schienen als Beifahrer. Brutal, gell? Heftig. Und er hat natürlich durch Turbo sofort Leistung. Ja. Ist brutal. Das haben sie gut gemacht, definitiv. Und jetzt hat dieses, ne? Fühlt sich schon aber gut an. Aber es ist, ne, nicht aufdringlich vom Klang her. Der Klang ist gut, man hört das Motor, ja, aber es ist nicht übertrieben. Also es ist nicht so, dass du dich irgendwie gestört fühlst. Ja. So, würde ich sagen, also gibt es nicht viel zum sagen, das Ding fährt sich mega. Oder fahren wir noch ein Stück weiter, oder? Komm, wir fahren das noch runter, machen ein bisschen Kamera hoch. So, ich würde sagen, hier Strecke, gib mal Gas, oder? Anbremsen. Ach, guck mal, wie der. Guck mal, der mal. Und jetzt rein. Krank. Und guck mal. Ja, herrlich, oder? Ja, Verkehr ist nicht herrlich. Ja, Verkehr ist nicht herrlich. Aber ich gemerkt, der muckt gar nichts. Ja? Da steht ganz schön echt präzise lenken kannst du den. Und wir haben auch 275er Schlappen drauf, dürfen wir nicht vergessen. Mit dem Sportdiff. Jetzt gehen wir mal noch schön in diese S-Kurve hier rein. Dann haben wir noch schön hochbeschleunigen, oder? Probieren wir das mal schön. Oh, da ist noch nicht ganz weg, da die B-Klasse. Guck mal, wie der an der Vorderachse liegt. Ja, ganz, ganz leicht. Aber nur ganz, ganz leicht. Leicht. Aber guck mal sofort. Aber sofort nehmen. So wäre ich mit dem M3 nicht raus. Nee, definitiv nicht. Du wärst schon so raus. Ja. Erste quer, siehst du mehr. Also Leute, wirklich, man kann das Ding so präzise fahren, ohne, also der Grat ist ziemlich weit. Also schon, also yeah, das merkst du als Beifahrer schon, gell? Yeah. Ja. Schon herrlich gemacht, das Ding, also, boah, klasse. Also, machen wir Fahrerwechsel, darfst du das auch mal geschwind? Bis gleich. Ja, ich hab's gerade schon zu Mario als Beifahrer gesagt, also das Fahrverhalten, das ist ein Kaufargument, definitiv, also das ist für das
was es ist. Wir reden immer noch von einem A4. Ja. Das Fahrverhalten, das ist schon. Also da können sich einige warm anziehen. Ja. So ist es ja, das ist brutal. Weil man muss es sich natürlich auch trauen. Ja. Klar, ganz klar. Und da wir ja schon viele RS-Modelle hatten, kriegt man so schon ein bisschen Gefühl, wie weit man mit dem Fahrzeug ein bisschen gehen kann. Was ich brutal finde, es ist eine Wandlerautomatik, ja. Aber man spürt es fast nicht. Also er simuliert es schon sehr gut, dass man nicht denkt, dass es eine Wandlerautomatik ist. Er ist auch relativ schnell, also da geht es gar nichts. Was brutal ist, die Lader, die sind gleich da. Es gibt kein Loch. Es weiß. Direkte Gasannahme. Ja. Ist brutal, gell? Gut gemacht, auch mit dem Display. Ich finde es bei Audi, wir hatten es ja in anderen RS-Modellen, im R8 auch schon, mit diesem Display, mit dieser Schaltanzeige. Mega. Ist cool gemacht. Ja, Bremse perfekt. Da ist nichts. Die haben sie schon besser. Also der TTRS hat mir sie nicht ganz so gefallen vom Druckpunkt. Ja, aber hier sind sie. Also hier ist es schon vom Druckpunkt besser gemacht. Richtig gut. Und er kommt relativ schnell. Also du gehst jetzt ins Bremspedal und schon ist Druck da. Ein Zugpunkt da, ne? Du kannst halt. Muss jetzt gleich mal. Lenkung ist sehr, sehr direkt. Klebestreifen. Ja. Warte, ich lebe noch. Also drehen wir hier rum, ne? Ja. Bremsen gut. Bremsen tun. Ja, und gleich mal das wieder hin. Also, so, und jetzt? Rechts. Rechts ist gut. Ja, das ist dann gut. Das ist brutal. Na gut, ich kenne jetzt das Auto nicht so gut, deswegen fahre ich auch nicht so wie du. Ich hatte den Schnee. Ja, nee. Aber hängt gut dran, gell? Das Auto ist abartig. Hier macht es zu. Ja, guck mal, das Einlenkverhalten. Das ist cool, ganz gell? Genau das. Da wäre noch gut Luft gewesen. Ja, ja, da kannst du so ein bisschen rantatschen. Ja, gell? Ich so. Auch hier die. Heftig. Also, ich habe es vorher so ein bisschen belächelt, V6 Biturbo. Ja, ja, gell? Alle gehen jetzt dahin. Und, ja. Aber das ist schon gut gemacht, gell? Die Bremse, die hat einen super Druckpunkt. Und kein Schreien, guck mal, merkst du das? Das merkst sogar ich. Ja. Das ist brutal, gell? Ja, der macht gar nichts. Auch vom Fahrwerk her, man merkt einfach, das ist wirklich perfekt abgestimmt. Ja? Er will gar nicht irgendwo weg, sondern er fährt einfach genau das, was du machst. Also wenn du den abwirfst, dann machst du viel falsch. Dann musst du viel falsch machen. Also dann machst du echt oder viel einfach falsch. Derartig zu schnell sein. Dass, ja. Also ich sag ja, dann bist du eigentlich schon irgendwo unterwegs, dass fahrdynamisch nicht mehr möglich ist. Ja. Da hat die Quattro GmbH geile Arbeit gemacht. Das cool gemacht. Fertig. Geiler Check. Jetzt gehen wir ab. Noch ein kleines Fahrzeug. Machen wir. Bis gleich. Ciao. Ich darf schon dazustehen. Ciao.